Dein Bauprojekt oder dein neues Zuhause soll ein echter Ort der Inspiration werden? Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du vorbeischaust. Mein Name ist Christina Ebisch und hier auf dem Kanal dreht sich alles rund ums gesunde und urenkeltaugliche Bauen. Um gesund zu bauen bedeutet ja, für uns einen echten Wohlfühlort zu schaffen, der uns eben auch inspiriert sein lässt. Und wie können wir solch einen Ort schaffen? Ich habe dir dafür mal ein paar Gedanken, ein paar Ideen mitgebracht. Aber zunächst möchte ich dich etwas fragen. Gibt es für dich einen Ort, an dem du dich besonders inspiriert fühlst? Oder vielleicht eine Tätigkeit, bei der plötzlich die Gedanken einfach nur so fließen? Bei mir gibt es da auf jeden Fall etwas und ich könnte mir vorstellen, dass du dich darin wiedererkennst. Für mich ist ein echter Ort der Inspiration oder auch eine Tätigkeit der Inspiration das Bergsteigen. Schon bereits die ersten Schritte und mit jedem Schritt werden die ganzen Probleme des Alltags immer, immer kleiner. Immer mehr frische Luft fließt in meinen Körper und spätestens, wenn ich oben auf dem Berg stehe und in die Weite blicke und wie gesagt, diese frische Luft in mir aufnehme, einmal so richtig tief einatme, spätestens dann kann ich nicht mehr anders und das ganze Klein-Klein des Alltags, das fällt von mir ab und in mir fangen einfach nur so an, neue Ideen sich zu entwickeln. Ich bin plötzlich total klar, es kommt so ein innerer Frieden auf und mit einmal bin ich so inspiriert, dass ich gar nicht schnell genug mein kleines Notizbuch rausholen kann, um all die Ideen, die ich habe, aufzuschreiben. Und wie können wir dieses Bild jetzt vom Berg, diesen Ort der Inspiration, auf unser Hausbauprojekt übertragen? Das klingt ja doch erstmal etwas abstrakt. Pass auf, ich habe dir dafür 3 konkrete Ideen mitgebracht. Idee oder Tipp oder Gedanke Nummer 1. Was passiert denn, wenn wir da oben auf dem Berg stehen? Wir atmen einmal richtig tief ein und entspannt wieder aus. Was bedeutet denn auch Inspiration auf Deutsch? Es kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie einatmen. Und gerade wenn wir gestresst sind im Alltag, dann verkrampfen wir, atmen total flach. Wir geben dem Körper gar nicht mehr die Möglichkeit, tief Sauerstoff in uns aufzunehmen. Wir wollen jetzt aber hier nicht über unseren Körper sprechen, wir wollen ja über die gebaute Umgebung sprechen. Um aber entspannt tief einatmen zu können, braucht es natürlich gute, frische Luft. Das heißt, beim Bauen können wir schon darauf achten, dass wir später gute Luftqualität haben, indem wir eben synthetische, chemische Bauprodukte vermeiden und mit natürlichen, gesunden, wohngesunden Materialien bauen, die sich dann später auf unser Raumklima positiv auswirken, die gegebenenfalls darüber hinaus sogar nochmal positive Wirkungen haben, wie beispielsweise ein Lehmputz Schadstoffe aus der Raumluft aufnehmen kann. Das heißt, du kannst bereits bei der Wahl deiner Baumaterialien darauf achten, dass diese sich später positiv auf deine Raumluft auswirken. Und später, wenn du dann schon in deinem Haus wohnst, kannst du auch auf gute Raumluftqualität achten, indem du regelmäßig und richtig lüftest, für richtige Frischluft sorgst, neue Luft rein und alle alten Schadstoffe raus. So einfach ist das. Inspiration im wahrsten Sinne des Wortes. Idee oder Tipp Nummer 2. Was passiert denn, wenn wir da oben stehen? Wir schauen in die Weite. Wir haben da keine Begrenzung. Wir nehmen einfach unendliche Fülle wahr. Wir schauen in die Ferne und plötzlich kommen eben neue Ideen, weil ein Raum aufgemacht wird. Und bereits Winston Churchill wusste, dass auch die Art, wie wir unsere Räume formen, Einfluss darauf hat, wie wir denken. Er hat zum Beispiel damals gesagt, dass er nicht möchte, dass das Unterkammerhaus in seiner Baustruktur, in seiner Art, wie es aufgebaut ist, verändert wird, weil er fest davon überzeugt war, dass die Art, wie der Raum formuliert war, Einfluss hat auf die Art, wie politische Arbeit und politische Entscheidungen getroffen wurden. Und auch du, bin ich mir ganz sicher, kennst dieses Phänomen und zwar von Kirchen. Ist mal egal, aus welcher Zeitepoche eine Kirche ist, wie hoch sie letztendlich formuliert ist, aber alle Kirchenräume haben ja diese Ausformulierung, dass wenn man reintritt, dass man so nach oben schaut und jeder von uns spürt, mal mehr, mal weniger, Demut, wenn er einen Kirchenraum betritt. Und das liegt eben daran, dass die Art, wie die Räume geformt sind, auf uns Einfluss hat. Das heißt, wenn wir eben diese Weite des Berges spüren wollen, dann können wir das genauso anwenden in unseren eigenen 4 Wänden.
indem wir eben schaffen einen Ort, an dem wir uns inspiriert fühlen wollen, wo wir Weitblick haben, bestmöglich noch Weitblick in die Natur, ins Grüne. Grün wirkt ja wieder auch harmonisch auf unsere Augen und damit auch beruhigend auf unseren ganzen Organismus. Im Gegensatz dazu, vielleicht kennst du das Phänomen, vielleicht steht dein Schreibtisch ja direkt an einer Zimmerwand und du hast das Gefühl, dass deine Gedanken die ganze Zeit gegen die Wand knallen. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, vielleicht klingt es auch ein bisschen esoterisch, aber wenn du an das Beispiel mit der Kirche denkst, wirst du mir recht geben, dass da an dieser Art und Weise, wie unsere Räume auf uns wirken, auf jeden Fall was dran ist. Also schau, dass du eben diese Weite schaffst für dich an dem Ort, wo du inspiriert sein möchtest. Tipp oder Idee Nummer 3. Was passiert denn, wenn wir da oben auf dem Berg stehen, nachdem wir Luft geatmet haben und in die Weite geblickt haben? Oder während wir in die Weite blicken, entsteht eigentlich eine totale Klarheit. Wir nehmen das ganze Klein-Klein der ganzen Alltagsprobleme einfach nicht mehr wahr. Und wenn wir so über die Landschaft schauen oder auch über eine Bergkette oder ein Bergmassiv hinwegschauen, dann nehmen wir totale Klarheit wahr, weil alles doch recht ähnlich ausschaut. Es ist nicht so ein buntes, wuseliges Bild, wie wir das zum Beispiel in einer Stadt wahrnehmen, wenn wir durch einen Straßenzug gehen und überall ist blink, blink, ganz viel los. Das heißt, wir haben eine gewisse Klarheit in uns, aber eben auch im Außen. Alles ist irgendwie monoton in seinem Erscheinungsbild, also dieser Blick ins Tal oder eben über das Bergmassiv. Und genau das kannst du eben auch in deinem Haus anwenden, an dem Ort, wo du inspiriert sein möchtest. Das könnte beispielsweise dein Schreibtisch sein. Schaffe dort Ordnung und Klarheit. Räume alle Probleme im wahrsten Sinne des Wortes weg. Sorge für Ordnung. Sorge für einen Ort, der auch in der Farbgestaltung gut für dich ist. Zum Beispiel ein Grün wirkt eher ausgleichend, harmonisch, beruhigend. Hingegen ein Rot aktivierend wirkt. Auch hier wieder wirkt sich unser Raumgefüge oder die Art und Weise, wie der Raum ausformuliert ist, auf uns auf und kann eben unsere Inspiration fördern. Das waren jetzt 3 Ideen, wie dein Zuhause zu einem echten Ort der Inspiration werden kann. Und ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du auf dem Weg gerne Unterstützung möchtest und herausfinden willst, wie das Ganze ganz konkret für dich und deine Liebsten ausschauen kann, dann schreib mir gern. Du findest den Link unten in der Videobeschreibung und ich schaue, ob und wie ich dir helfen kann. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Wir sehen uns im nächsten gemeinsamen Video.